Koffer packen, mitnehmen, das ist auch das Stichwort. Gute Moderation, oder, die ich mir da überlegt habe. Es geht nämlich um das Konzept der HFD-Delegationsreisen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr letztes Jahr beim UF dabei wart, da wurde das gerade beworben, da startete gerade so die erste Runde dafür. Und inzwischen können wir auf vier durchgeführte Reisen zurückblicken. Und was es damit auf sich hat mit diesen HFD-Delegationsreisen, über dieses Format, wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich dafür Besuch habe hier auf der Lobbystage. Und zwar von Bonnie Brandenburger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Weizenbaum-Institut und kann uns heute von ihrer Reise berichten. Die ging nach UK. Und bei uns ist, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Hanna van der Broek. Danke, ja. Ja. Sie ist beim HFD die Programmmanagerin für die Delegationsreisen und kann uns das Konzept noch mal ein bisschen erläutern. Ja, Hanna, was ist das, die Delegationsreisen? Erklär mal. Das ist ein Teil von diesen Aktivitäten von das HFD für Internationales. Und die Idee dahinter ist, dass auf kleine Peer-Learning-Journeys Personen von deutschen Hochschulen ins Ausland reisen können, gefördert von HFD, und eigentlich strategisch relevante Themen vor Ort kennenlernen und auch die Erfolgsfaktoren eigentlich kennenlernen und verstehen und natürlich mit zurücknehmen, also teilen mit unserer Community hier in Deutschland. Also der berühmte Blick über den Tellerrand, genau. Wirklich vor Ort, nicht nur digital, genau. Weil manche Sachen lassen sich halt auch einfach nur wirklich vor Ort richtig erfahren, ja, und erfassen dann doch. Ne? Mhm. Ich habe es eben schon gesagt, 4 Reisen wurden jetzt durchgeführt. In welche Länder gingen die? Die Niederlande, das waren tatsächlich 2, also OER, Learning Spaces, und dann war es auch eine Gruppe, die zum Future Skills nach die UK, nach Österreich gereist ist, und dann die Gruppe nach die UK. Genau, da bist du hingereist. Ja. Ihr wart in London an verschiedenen Hochschulstandorten, wenn ich es richtig gelesen habe. Erzähl mal so ein bisschen von deinen Eindrücken. Was war das für eine Reise und was habt ihr für euch, aber auch für die ganze Community da mitgenommen, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, ne? Die Community daran teilhaben zu lassen. Genau, also Stichwort Peer Learning. Erstmal war es so, dass wir als Gruppe von 3 unterschiedlichen Hochschulen kamen und uns untereinander mehr oder weniger kannten. Das heißt, wir hatten für uns schon mal die Möglichkeit, den Ansatz Students as Partners, um den es ging, gemeinsam zu diskutieren, zu erfahren und dann im Austausch mit den Dozierenden in UK, in den 4 Hochschulen in London, wo wir waren, sozusagen da die Ideen zu teilen und auch zu gucken, wo sind vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von diesem Ansatz. Also das heißt, man geht nicht als eine Delegation einer Hochschule, sondern unterschiedliche. Man wird zusammengewürfelt sozusagen. Genau. Das hängt davon ab, was die Gruppe eigentlich vorhat und wie man sich selbst organisiert. Wir hatten auch eine Hochschule mit, ich glaube, das waren 7 Personen von einer Hochschule, aber verschiedene Statusgruppen, also Studierenden, Librarians, Strategic Leaders, also Lehrende. Also das hängt davon ab, wie man das. Okay. Genau. Bei euch war es jetzt so, dass ihr von unterschiedlichen Standorten. Peer Learning in unserer Gruppe, aber auch mit den Partnern, die wir dort besucht haben. Okay, erzähl noch mal ein bisschen mehr von der Reise, damit wir so eine Idee bekommen. Genau, also wir waren an 4 unterschiedlichen Hochschulen in London, haben da ein Programm zusammengestellt von 4 Tagen insgesamt. Das war gar nicht so einfach im Vorfeld, denn man muss ja schauen, dass alle dann auch in dem Zeitraum Zeit haben. Dann waren wir bei sozusagen der HFD-Organisation, Partnerorganisation, dem JISC auch als 5. Und haben sowohl mit den Dozierenden gesprochen, gefragt, wie bindet ihr eigentlich Studierenden in eure Lehre ein? Was habt ihr für Konzepte? Und aber auch mit den Studierenden selbst. Und da war einfach total überraschend, dass das ganz natürliche Kultur und Praxis ist, dass die Studierenden da einen ganz großen Mitspracherecht haben bei der Gestaltung der Lehre und auch der Universität selbst. Genau. Jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, wir haben das Programm zusammengestellt. Das heißt, das wird nicht von euch organisiert, sondern die Delegationen organisieren sich selber? Ja, zum Teil. Okay. Aber den Kontakt zum JISC zum Beispiel, den haben wir mit des HFDs zum Beispiel machen können. Genau. Ja, es findet selbst organisiert statt, aber wir unterstützen natürlich gerne mit Kontakte. Okay, ja. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen erklären. Also was macht das HFD, um diese Gruppen dann zu unterstützen? Also wenn man sich bewerbt als Gruppe, dann gibt es ein Jury, die alles also durchliest und schaut, okay, welche strategisch relevante Themen passen eigentlich
hier für die ganze Community gut und sind für eigentlich alle Personen interessant. Und dann haben wir auch, also wir advising sozusagen zu Dissemination, also wie können wir vielleicht mit Blogposts, mit Hangouts, Videos vor Ort, wie können wir als HFD dabei unterstützen, um das zu verbreiten, die Learnings, die ihr habt. Und ja, mit Kontakte herstellen, so wie gesagt. Das ist auch etwas natürlich für uns, was sehr wichtig ist, dass es gut läuft. Und an wen richtet sich das? Also wenn ich die Idee habe, oh, das finde ich spannend, wen habt ihr da so im Kopf oder was kann ich mich einfach so bewerben? Wie läuft es ab? Ja, eigentlich kann jede Person von einer Hochschule sich bewerben. Für uns ist es wichtig, dass es eigentlich ein Mix ist von verschiedenen Personen in verschiedenen Rollen. Das hat gut funktioniert. Wir haben auch gesehen, dass es sehr gut funktioniert, wenn es Personen von unterschiedlichen Hochschulen und Hintergründen sind. Aber wir sind ganz offen, muss ich sagen. Also ich möchte nicht so vorschreiben, okay, man kann sich nur bewerben, wann. Also wir sind ganz offen. Das heißt, ich schreibe und sage, ich habe Interesse an den und den Themen und ist mir egal, wohin? Oder kann man auch sagen, boah, ich würde total mal gerne dahin fahren? Nein, ist mir egal, zu welchem Thema? Oder? Nein. Eigentlich also die Bewerbung, das ist ein Prozess. Es gibt ein Formular, was man ausfüllen muss und ein Konzeptpapier. Und dann ist es vielleicht zwei Seiten. Man muss sehr deutlich erklären, warum das Thema relevant ist. Also in deinem Kontext, aber auch im Allgemeinen. Und ja, natürlich auch, wie so eine grobe Agenda dann aussehen kann. Also idealiter kann man schon sagen, okay, wir haben drei verschiedene Länder eigentlich untersucht, aber in Bonnies Fall zum Beispiel die UK ist really known for the Students as Partners Concept. Mhm. Also deswegen war das natürlich ein guter, die beste Möglichkeit, denke ich. Mhm. Ja. Und wie lange war denn der Vorlauf von der Bewerbung, bis es dann wirklich losging? Also wie viel Zeit hattet ihr für die Planung? Ich würde sagen, da lagen schon so 4 Monate davor, genau. Mhm. Und wir haben uns das auch super aufgeteilt. Also jeder hat eine Universität angeschrieben, hatte da vielleicht auch schon vorher einen Kontakt oder auch nicht. Aber ich finde, wenn man schon anschreibt, die Person, sie nicht zu kennen und sagen, wir kommen als Delegationsteam, wir haben das und das vor, das hat halt nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn ich als Einzelne dort anklopfen würde. Mhm. Genau. Wie viele Leute wart ihr denn? Wir waren 5. Okay. Du wolltest gerade was sagen. Ja, ich möchte nur sagen, dass es ist natürlich, wir unterstützen auch, also ihr seid dann so gesagt, so Vertretung auch von HFD und die HFD-Community und damit helfen wir natürlich auch mit, I don't know, Presentation Slides oder was man dann auch braucht oder ja, um so das leichter zu machen. Und was ich sagen möchte über also die Bewerbung, das geht eigentlich ab jetzt, ist es möglich, sich zu bewerben bis zum 2. September. Und der Reisezeitraum wird zwischen Januar und Juli 2025 liegen. Also das heißt, im September bekommen Leute dann so bald wie möglich eine Nachricht, ob das angenommen ist und haben dann ungefähr diese Monate Zeit, um das noch zu planen, weil das braucht es wirklich, denke ich. Mhm. Ja. Okay. Und was sind bei euch so die wichtigsten Erkenntnisse oder wie werdet ihr das jetzt auch in eure Arbeit umsetzen? Was habt ihr mitgenommen, wo ihr wirklich sagt, okay, das war wertvoll, da machen wir was draus? Ja, wir haben total viel gelernt. Wir alle 5 arbeiten ganz viel zum Thema Students as Partners, studentische Partizipation. Franz Vergöhl und ich haben das auch noch in unsere Doktorarbeiten mit eingebaut, sozusagen als Best-Practice-Beispiele, die wir da gefunden haben. Und gleichzeitig geben wir Workshops zu dem Thema und bauen da natürlich diese Beispiele ein oder ja, auch das, was wir gelernt haben zum Thema Feedback-Kultur, dass es nicht nur Feedback von den Studierenden zu den Dozierenden und zurück, sondern auch, dass die Dozierenden untereinander sich ganz viel Feedback geben. Das sind so Punkte, die wir damit einspielen lassen, also auch auf praktischer Sicht und dann zu guter Letzt in der Hochschullehre selbst. Also, dass wir da Konzepte kennengelernt haben, die wir ja jetzt auch in unsere eigene Lehrpraxis mit einfließen lassen und ausprobieren. Genau. Das klingt super. Mhm. Hast du von den anderen Reisen auch noch so ein paar Beispiele, was da so an Erkenntnissen mitgenommen wurde? Ja, kann ich gerne teilen, aber noch mal zurück zu dieser Reise, weil ich denke,
es ist natürlich abgeschlossen, also ein Blog, Blogpost, Videos und so weiter. Aber wir bleiben dann auch gerne mit der Reisegruppe in Kontakt, weil wir haben geredet über die Möglichkeit, noch einen Workshop zu organisieren in 2025 zum Beispiel, mit diesen internationalen Kontakten, die Bonnies Gruppe dann kennengelernt hat. Und ja, auch zum Thema Students as Partners and Organizational Feedback Cultures. Also das ist dann sehr spannend, auch natürlich für uns als HFD, um das so mit aufzunehmen, in was wir ja, weitermachen damit. Also die Reisen werden gut ausgewertet und man kann eben auch davon, von dem Programm profitieren, wenn man gar nicht selber Teil einer Delegation ist. Genau, und die Impact geht noch, also geht weiter nach der Reise, so gesagt. Wo finde ich denn die Informationen, die Blogposts und so weiter? Das ist alles unter also unsere Homepage und dann unter Internationales gibt es Delegationsreisen 2024 mit viele Beiträge von den Gruppen und dann auch 2025. Also mit HFD/internationales. Genau, Hochschulforum, also muss ich mal kurz checken. Aber ich glaub, unsere man Homepage. Genau, okay. Ja, und dann zu deiner Frage, okay, was waren die anderen Gruppen eigentlich? Also, was hatten die als Learnings? Ich fand das sehr spannend, zum Beispiel die eine große Gruppe, die zum Thema Learning Spaces in den Niederlanden war. Was die eigentlich zu, die hatten Studierenden in die Gruppe, die auch dabei waren und die Impact, die das hat auf die Entwicklung von einem neuen Campus in NRW. Also das ist natürlich, das ist nicht ein einjähriges Projekt, aber die sind wirklich so am Anfang von das Entwurf, dass die mit den Architekten reden, sind die jetzt im so in die Delegationsreise. Das ist wirklich Teil von dieser Entwicklung von einem neuen Campus. Cool. Und ja, vielleicht wird das erst nach 5 Jahren, wenn das fertig ist, sich zeigen. Aber das war sehr spannend zu hören, was auch die Studierenden, wie die das erfahren haben, um in Delft und in Wageningen zu schauen, was wichtig ist für Studierenden zum Beispiel. Ja, gerade sowas ist ja was, was man wirklich vor Ort sehen muss. Ja, genau. Okay, cool. Würdest du es nochmal machen, Bonnie? Absolut. Vielleicht auch noch ergänzend, weil vorhin die Frage war, was der Unterschied zum digitalen Delegationsreise zum physischen. Also die Erfahrung, die man da hat, man lernt die Räume kennen, in denen die Studierenden lernen können. Man lernt irgendwie die Büros kennen, in denen die Dozierenden zusammenwirken. Auch wie Klassen oder Hörsäle aufgebaut sind. Das ist spannend und es schafft einfach ein ganz anderes Vertrauen, wenn man sich gegenüber sitzt, man nimmt sich 2-3 Stunden Zeit und da wird schon noch mal ein bisschen mehr erzählt, als das vielleicht jetzt so per Videokonferenz möglich wäre. Genau. Mhm. Super Konzept. Rana, noch mal abschließend, wo kann ich mich bewerben, was sind die Fristen? Okay, bis zum 2. September und dann sind die Reisezeit ist von Januar bis Juli. Und ja, es ist, ab jetzt ist das möglich unter Internationales und auf unserer Homepage steht alle Infos dazu. Und, okay, ihr habt auf jeden Fall sehr viel Lust drauf gemacht. Ich würde meine Koffer packen, wenn ich an eurer Stelle wäre. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ihr bei mir wart.